Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade 2 Bannerlord und unserer zweiten Staffel mit der bereits 105. Folge. Immer noch am 28.01.21 vorproduziert, dementsprechend noch in Versionen der vorigen Folgen. So rum. Ich möchte mich auf jeden Fall ganz herzlich bedanken bei Alexander Zwentix oder Schwentix. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall hat der Alexander am 23.02.2020 sein Abo dagelassen. Herzlichen Dank dafür. Du warst Herznummer 164. Und der Timer wird gestartet. Wie ich schon am Ende der letzten Folge gesagt habe, habe ich jetzt mal offscreen mal ein bisschen Zeit hier in Oma verbracht, in der Hoffnung auch ein bisschen unsere Swana endlich mal zu schwängern. Weil irgendwie, wir hatten im Sommer 86 geheiratet, wir haben bereits Frühling 87 und die hat immer noch keine Kugel, die sie vor sich her schiebt. Bisschen geschmiedet habe ich, hat leider nicht sehr viel gebracht. Ich bin jetzt aber auf 54 hochgestiegen. Mir fehlen natürlich noch die Fokuspunkte. Die nächsten Fokuspunkte sollte ich versuchen, hier drauf zu legen. Allerdings hatte ich, glaube ich, hier irgendwo noch einen Fokus. Ja, bei Athletik. Bei Athletik brauche ich natürlich auch noch einen Fokuspunkt, damit wir halt die effektive Lernrate hier weiter nach vorne bringen können. Was habe ich noch gemacht? Ich habe aufgrund der Fähigkeiten unserer Begleiter, wie zum Beispiel auch unserem Bruder, erst überlegt, ob ich ihm eine eigene Gruppe gebe. Aber wir haben gerade so eine dauerhafte Kriegsphase. Es wäre mir schon lieb, wenn wir ihn erstmal in Frieden losschicken, damit er erstmal die Rekruten holen kann. Damit ich das nicht machen muss, zum Beispiel. Es gibt da auch eine schöne Mod, ich weiß, aber die Mod habe ich mir angeguckt. Leider zwingt die einen zum Neuanfangen, oder? War das doch die andere? Ich glaube, es war doch die andere. Ich suche mich gerade schon wieder ein paar Mods raus für die nächsten Folgen, mehr oder weniger. Wo ich aber natürlich Erfahrungsberichte erstmal mit durchlesen muss, teilweise auf Englisch und hast nicht gesehen, um zu gucken, musst du dann schon wieder von vorne anfangen oder nicht? Ich wollte auch jetzt keinen Bock mehr. Jetzt nicht nochmal von vorne anfangen, ganz ehrlich. Nee, doch nicht. Wise Recruiter ist. Habe ich mir ja aufgeschrieben. Okay. Kommt demnächst irgendwann. Gib mir erstmal Zeit, dass ich hier noch vorproduzieren kann und dann zeige ich euch auch wieder, wie man die installiert, worauf ihr achten müsst, wie sie funktioniert. Es gibt dann wieder so eine Sonderfolge, wie ich das auch bei der Rastgemüts-Deutsch-Mod gemacht habe. Ja, auf jeden Fall habe ich mir überlegt, ihn als Gruppe loszuschicken, aber halt lieber doch über einen Friedenszeit, damit er schon mal ran rekrutieren kann und die Leute trainieren kann, indem er zum Beispiel Plünderer jagt. Wäre ganz praktisch, denke ich, damit er mir halt nicht so schnell krepiert, weil ich habe die Befürchtung, er wird mir krepieren und dann dummerweise vielleicht noch an so einer Stelle, wo ich dann gerade erst gespeichert habe und das nicht mehr verhindern kann, dass er krepiert. Und das möchte ich natürlich vermeiden. Aber auf Grundlage dieser ganzen Fähigkeiten, die die Leute hier haben, wie zum Beispiel Infanterietruppen in Formation erhöhen ihre Bewegungsgeschwindigkeit um 5%. Wenn er Hauptmann ist, Hauptmann verstehe ich immer noch darunter, dass er der Abteilung zugewiesen wird. Als wichtiger Charakter wird er automatisch Hauptmann sein. Oder aber es ist das Ding, dass er dann die Truppe übernimmt, wenn ich eine Armee führen würde. Aber ich glaube erst, ist das Erstere. Auf Grundlage dessen habe ich jetzt die Leute zugewiesen. Unser Gelehrter steht in der Infanterie. Ich glaube, bei ihm war der Bonus für mich ganz wichtig und entscheidend, dass er der Schildformation einen Defensivbonus gibt. Unser Yassid steht jetzt in den Beschusseinheiten, weil irgendwann, wenn wir da auch Armbrustschützen drin haben, und bei ihm ist Armbrust sehr hoch geskillt und er hat auch eine höhere Nachladegeschwindigkeit für alle Fernkämpfer um 4 oder 5%. Die Lulia, die hat tatsächlich sehr gute Reiterperks und sehr gute Stangenwaffenperks, deswegen behält sie eine Stangenwaffe. Mittlerweile eine selbstgeschmiedete, das ist momentan gerade das, was ich am besten produzieren kann, also was am schwersten ist, mit 157er Schwierigkeit im Schmieden und ich glaube, das war eine Tier 4 Stangenwaffe mittlerweile schon. Immerhin, besser als nichts, ne? Und Nozon selbst geht auch in die Infanterie und da habe ich vergessen, ihm das Pferd wegzunehmen, ich Depp. Ah, machen wir gleich mal schnell. Denn er hat sehr gute Perks bei den Einhändern drin. Ich habe auch ein bisschen die Truppe hier geändert, die Garnison ein bisschen ausgetauscht. Die Champion Fians, weil die nicht mehr weiter auflevelbar sind, habe ich weggegeben. Die sturgischen Veteranenbogenschützen brauche ich nicht wegzugeben. Wir haben schon 15, glaube ich, in der Garnison zu stehen. Können wir später noch mehr wieder reingeben, aber jetzt erstmal nicht. Jetzt geht es erstmal darum, dass wir an Bogenschützen und Kavallerie versuchen, das zu halten, was wir haben. Und auch aufzuwerten, dass die halt immer besser werden, dass die auf maximale Stufe kommen. Und bei der Infanterie, dass ich hier noch die, wo sind sie? Die Speerträger, jeweils zu schweren sturgischen Speerträgern und Axtkriegern mache. Und alle anderen wären jetzt zu Linienbrechern. Damit wir die auch endlich mal haben. Und
Es ist tatsächlich passiert, Level 5 und aufwärts kann doch rekrutiert werden. Es dauert nur entsprechend lang. Ich habe jetzt 2 Ingame-Tage offscreen verbracht und der stoische Reiter möchte sich uns anschließen. Problem ist nur, ich bin gerade schon wieder voll. Ist jetzt aber nicht ganz so schlimm. Da sage ich jetzt hier so. Und wir sind ja noch in der Stadt. Ja, ich weiß, wir sind überladen. Wir sind ja noch in der Stadt. Nee, Stadt verwalten wollte ich nicht. Aber ihr habt jetzt gerade gesehen, 69% von dem Aquädukt ist jetzt fertig. Es geht sehr langsam voran, finde ich. Vielleicht braucht da zum Beispiel, was heißt vielleicht, auf jeden Fall, bräuchte da zum Beispiel auch der Gouverneur einen hohen Ingenieurskill. Skill. Wir haben jetzt diesen einen Reiter mehr. Sondern die Reiter selbst sind schon die höchsten Reiter, ne? Die stugischen Abgehärteten, dann hatten wir davon nicht auch noch irgendwo welche. Die normale stugische Reiter. Genau. Das sind genau dieselben. Aber bei den Sturgischen hatte ich mir jetzt eigentlich schon alle rausgesnappt, die ich mitnehmen wollte. Das ist jetzt ein bisschen doof. Der Rest ist wiederum Mischmasch. Nee, gut, dann legen wir einen Rekruten wieder ab hier. Zack. So. Obwohl, nee, wisst ihr was? Den Rekruten nehme ich wieder mit. Dafür geht der Räuber jetzt hier raus. Dann haben wir immer so circa 12 Rekruten, die wir mit uns führen können. Ich denke, das ist erstmal okay. Ihr habt ja gesehen, es geht ja mittlerweile sehr, sehr schnell. Leider haben jetzt diese 2 Ingame-Tage natürlich auch dafür gesorgt, dass meine Gruppenmoral wieder gesunken ist. Aber das Ding heben wir an. Angefangen damit, dass wir heute mal seit langem wieder ein Turnier machen. Mal gucken, vielleicht kriegen wir da noch einen schönen Ausrüstungsgegenstand mit dran. Einen schönen Ausrüstungsgegenstand mit dran. Was gibt's denn? Ein 22er Kopfschutzhelm. Naja, wir können den verkaufen. Oh, ich bin mit meiner Frau in einem Team. Ich glaube, dann in der nächsten Runde sind wir nicht mehr im Team. Ich glaube, das wird irgendwie aufgespalten. Schauen wir mal. Grünes Team, merke ich mir. Ei. Hallöchen. Was? Nur ein kleiner Streifer gewesen. Lässt du meine Frau in Ruhe, du Hund? Ey, lass meine Frau in Ruhe. Danach mich in Ruhe. Hallo? Hallo? Bitte aufhören. Ey. Frau, mach doch was. Ah, ich sag ja, Schwerkampf ist überhaupt nicht meine Lieblingsdisziplin. Ja, aua, ich werde überrannt. Warte mal, meine Frau lebt noch, wie ich gerade sehe. Hi. Guten Tag, ich bin der Tod. Verdammte Axt! Ah! Bist du Svane? Ah! Sie ist Bogenschützin. Na los, erleg ihn. Mach ihn fertig. Du kannst es! Vielleicht sollte sie mal weniger an Turnieren teilnehmen. Damit sie hier auch wirklich schwanger ist, ne? So, jetzt haben wir doch 2 Leute und wir einen Reiter und sie als Bogenschützin und. Ah, sie lebt noch, alles klar. Es muss ja nur unser Team gewinnen. Wenn ich umfalle, ist nicht schlimm. Hauptsache unser Team gewinnt. Aber ich glaube, das wird nichts. Sie wird gleich überrannt hier. Ja, da ist sie jetzt gerade umgekippt. Ja, sieht, sag mal, schämst du dich nicht? Das war meine Frau. So, also jetzt muss unser Reiter schon richtig, richtig viel Glück haben. Kann ich nicht in seine Rolle schlüpfen? Doch, kann ich. Mit dem Mausrad könnt ihr durchscrollen, auch wenn ihr in einer Schlacht gestorben seid. Ja, jetzt hätten wir bloß noch killen müssen. Es wäre ja schön, wenn der Blaue sich mal um den Gegner kümmern würde, damit unser Grüner. Oh, sehr schön. Ei, ei. Zieh raus, Junge, zieh raus. Lass die das alleine machen. Lass die das unter sich klären. Du stehst genau in der Mitte, du Depp. Nein, raus da mit dir. Sehr gut, sehr gut. Jetzt ist aber natürlich David gegen Goliath, denn Speerinfanterie gegen Kavallerie anfällig gegen Speer und Kavallerie eigentlich effektiv gegen Speer. Alles klar, wir haben das Turnier jetzt schon verloren. Schiete. Hä? Was? Ach nein, wir sind auf dem zweiten Platz gelandet. Ja klar, Auswahlverfahren, Ausschlussverfahren, alles klar. Und Zwana ist im gegnerischen Team gelandet, alles klar. Okay, Schwein gehabt. Oh, wieder Speer. Mann, ich hasse Speerkampf. Es ist überhaupt nicht meine Lieblingswaffe. Svana! Hallo! Schatzi! Guten Tag! Ja, alles gut! Beruhig dich! Nein, ich hab die Bettdecke gewechselt! Au! Tust mir weh, Schatz! Ich kann meine Frau nicht schlagen. Es tut mir leid, aber es geht nicht. Vielleicht doch. Es ist doch alles nur ein Wettkampf. Es sind doch stumpfe Waffen. Ich meine, sie ist eine Nordfrau. Sie wird das ja wohl aushalten. Obwohl ich da gerade ein bisschen
Ich muss da gerade ein bisschen an die Szene denken aus Vikings. Lagertha und Ragnar relativ in Staffel 1 oder 2, das glaube ich noch, wie die sich da geprügelt haben. Ich glaube, es ging irgendwie um die Erziehung von Björn, aber ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Oh, da endlich mal etwas, womit ich umgehen kann, sagt er und starb. Hallöchen! Jawoll! Hast du gedacht, was? Hast du gedacht, du kannst mir einfach umreiten? Ja, hast du gedacht? Ich bin hier der Reiter, ich reite dich um. Oder auch nicht. Komm nicht ran! Komm nicht ran! Achso, was ich euch noch gleich zeigen möchte, ich hab mir mal, aufgrund dessen, dass Omor zu wenig Geld hatte, hab ich mir mal eine schönere Axt gegönnt. Die hat eine höhere Reichweite, ist eine Stufe besser gewesen, glaube ich sogar, also von der Waffenstufe her. Und hat auch mehr Schwungschaden gehabt. Jetzt gegen Dalibor Bruchschädel. Oh nö, ich wäre dann auch ohne Schild. Aber gut, er auch. Na, komm mal her hier. Nächste! Das mache ich echt nur bei Speerkampf, dass ich diesen Trick anwende. Das habt ihr ja hoffentlich mittlerweile auch gemerkt. Wow, der ist gut geflogen. So, Ende. Gewinnen. Ach, das hebt ja gar nicht Gruppenmoral. Schiete. Ich dachte, das hebt auch die Gruppenmoral. Habe ich mich jetzt irgendwie falsch dran erinnert? Blöd. Aufnahme läuft auch, ja. Habe ich gar nicht geguckt vorher. Na gut, Handel. Diese hier, die nördliche rechtwinklige Doppelaxt habe ich mir geschnappt. Ist eine Einhandaxt. Waffenstufe 6, genau. Schwunggeschwindigkeit ist 88, ist ein bisschen schlechter als die alte, die ich hatte. Aber der Schnittschaden ist bei 82, ist wesentlich besser, als ich vorher hatte. Und halt auch eine bessere Waffenstufe und noch ein bisschen länger. In der Handhabung war sie, glaube ich, ein bisschen schlechter, möchte ich meinen. So, und beim Handel ist mir noch eingefallen. Habe ich noch vergessen zu gucken bezüglich unseres Schmiedematerials, aber es kann so bleiben. Flachs und Leinen werde ich hier nicht los. Deswegen dachte ich mir diesmal, gehen wir... Warte mal, hatte ich nicht noch was vergessen? Wollte doch bei ihm, bei Noson, noch das Pferd rausnehmen. Inklusive der sehr teuren Hochland-Halbschuppen-Geschirr, was wir für sehr teuer Geld gekauft hatten. Bei Noson habe ich doch jetzt der Infanterie zugeordnet, ja. Ich habe dich der Infanterie zugeordnet, oder? Noson? Ja, du bist Infanterist, okay. Vielleicht nehme ich ihm irgendwann noch einen Bogen wieder weg. Vielleicht. Schauen wir mal. Mal ganz schnell hier reingeguckt. Ja, wenn man das mal so eben auf die Schnelle noch offscreen macht, ne? Er hat aber 105er Bogen. Ist die Frage, ob er schießen kann, je nachdem, wo er steht im Schildwein, ne? Egal. Zack, die Bombe. Handel. Machen wir schnell das Pferdegeschirr verkaufen. 1,7, ich sag. Ich glaube, wir haben dafür 12.000 ausgegeben oder so, ne? Junge, Junge. Egal. Was hast du vergessen, Robin? Du wolltest noch direkt hier vor Ort was einkaufen. Mann. Wieder nach Menge sortiert. Oh, Fisch sieht sehr, sehr gut aus, Leute. Ja, können wir zuschlagen. Dann machen wir mal so, dass wir selbst einen 100er da haben. Ah, falsch rum. So. Und dann verkaufe ich es um die 50. Hier sieht auch super aus. Wie sieht mein Biervorrat mittlerweile aus? Okay, Oliven. Habt ihr zufällig Oliven hier und das in rauen Mengen? Sieht schlecht aus, ne? Und ich frage mich, wann ist hier endlich mal... ach nee, Quatsch, Bier brauen wir. Wir backen ja kein Brot. Ich stelle ja selber das Bier hier her. 23 ist es ein guter Preis, sagt er mir, aber ich verbrauche es auch. Das ist schlecht, wenn ich es verbrauche. Nö, machen wir erstmal so. Und dann gehe ich jetzt nach Balgard. Obwohl, das Hartholz nehme ich noch mit. Ich habe nicht keins mehr. Und es hat einen guten Preis hier. So. Zack. Zack. Jetzt aber. Mal kurz nach Balgard. Vielleicht treffen wir in der Taverne endlich mal auch einen Schmied. Das wäre ganz nice. Oder noch jemanden, den wir später als Gouverneur einsetzen könnten. Die kann man mit sich ja schon mal langsam hochtrainieren. Laschodneck macht auch eine Armee bei Corsis. Kann er gerne machen, tun. Taverne gucke ich mal zuerst ein. Das aus den Abfällen heißt er. Diese Aserei geben ihren Kindern echt komische Namen, muss ich ja mal wirklich sagen.
Super Zweihänder, super Bogenschütze, super Speer, 140. Der bringt mich gerade in Verlegenheit. Quatsch, bin ich falsch. Lulia war unsere Speerin, möchte ich meinen. Ja, und die ist nur bei 80. Reiten 130. Reiten hatte er gar nicht, er ist zu Fuß. Aber er ist auch Bogenschütze. Ich meine, man könnte sie wiederum, bevor ich sie wegschicke. Das ist meine Idee, denke ich. Wir können noch drei weitere Begleiter mit aufnehmen. Eben weil Nosam gehört zur Familie und das hier sind unsere einzigen drei, die wirklich abgezogen werden vom Limit. Wir könnten die Lulia unserem Bruder geben, wenn der loszieht. Als Einheit. Und der nimmt sie dann vielleicht hoffentlich auch als Gefährte mit. Problem ist aber, es wird leider mir abgezogen und nicht ihm, weil es ist ja alles ein derselbe Clan. Ach so, siehst du? Hab ich ganz vergessen. Die Schulterpanzer habe ich mir auch geholt. Das ist doppelt so hoch von der Körperrüstung plus 6 Armrüstung, wo ich vorher 0 hatte und eine bessere Rüstungsstufe. Habe ich ganz vergessen zu erklären, zu zeigen. Ja, ich würde sagen, ab in die Taverne. Du? Sprechen? Überspringen wir die Höflichkeiten? Du gehörst jetzt zu mir. Ist auch relativ günstig. Du kommst jetzt erstmal hier ganz nach oben. So. Hier wird nochmal aufgewertet. Hier auch. Hier auch. Ich hoffe nur, ich vergesse gleich nicht das Verkaufen der Waren. Das machen wir mal zuerst. Und da gucken wir mal, wie er so drauf ist von seinen Perks her. Ja, wunderbar. Flachs. 14 Gewinn pro Fass. Leinen leider gar nichts. Das bläht. Könntest für 38 einen Oma verkaufen. Ich hab's für 38 gekauft, du Depp. Habt ihr irgendwas Gutes? Boah, hier ist ja noch günstiger, der Fisch. Verfluchte Axt noch eins. Ja, ich müsste weiter reisen für so eine Geschichte. Butter. Butter ist gut. Butter brauchen wir auch wieder. Ein bisschen auf Vorrat. Fleisch ist auch sehr, sehr gut. Ah, ich sehe schon, Balgard ist ja eigentlich mehr oder weniger unsere kleine Nahrungsinsel. Oh, Eisenerz ist ja super hier. Aber nee, Eisenerz habe ich noch andere Sachen vor. Bezüglich einer eigenen Eisenwarengilde und sowas. Muss man aber erstmal gucken bezüglich Dörfer. Okay. Das haben wir schon mal gemacht. Habe ich jetzt nicht vergessen. Aus den Abfällen. Sag mal, kann ich ihn umbenennen? Nein, es geht nicht. Verfluchte Axt. Warum nennt man sein Kind aus den Abfällen? Mann, das gibt's doch nicht. So, warte mal. Du hast beim Bogen sehr viel drin. 158 und noch nicht auf Maximum. Wenn er Hauptmann ist. Bogentruppen in deiner Formation erhalten 5% mehr Schaden aktiv. Das ist sehr gut. Ja, auch nochmal Hauptmann. Mit Bogen ausgerüstete Fußtruppen in deiner Formation gewinnen 5% Bewegungsgeschwindigkeit. Auch sehr gut. Erhöhen ihre Bogennachladegeschwindigkeit um 5%, sehr gut. Persönlich und Gouverneur. Ich gucke jetzt nur nach Hauptmanns Sachen. Hauptmann, Bogentruppen deiner Formation erleiden 5% weniger Schaden durch Distanzangriffe, sehr gut. Dann gehört er auf jeden Fall zur Truppe 2. Definitiv. Und hier können wir erstmal gucken. Erhöhte Sichtweite während Tag. Hier hat er Wald genommen, sehr gut. Die hat da leider auch Wüste genommen, was aber logisch ist, weil er ist Aserei. Aber ich glaube, sie hatte auch Wald. Wüste. Überlastete Fortbewegung gewährt allen Truppen täglich eine passive Erfahrung. Finde ich jetzt nicht so toll. Aber Überlastungsmalus wird um 20% reduziert. Okay, das wiederum ist gut. Erhöht die Lebensdauer von Spuren um 20%. Wenn du einer feindlichen Gruppe auf den Kampagnenkarte folgst, hältst du 2% Geschwindigkeitsbonus. Falls die Gruppe schneller sein sollte als wir, ist es praktisch, ja. Oder ich bin halt immer schnell genug weg. Gut. Und dann ist da noch ein Zweihänder. Ah. Er ist eigentlich ein kleiner Allrounder. Man könnte ihn sowohl im Schildwall als auch bei den Bogenschützen aufstellen. Aber ich stelle ihn zu den Bogenschützen. Ja, definitiv kommt er zu den Bogenschützen.
Hab da mal gesehen, wie ich das gerade offscreen mit allen gemacht habe. Hat jetzt auch locker 20 Minuten gedauert, bis ich mich endgültig entschieden hatte. Du warst auch bei den Bogenschützen, ne? Dann komm mal du mit hierher. Nee, Quatsch, du musst ganz nach unten. Du kriegst ja dann von der Ausrüstung her wieder das Schlechteste sozusagen. Mal schon mal gucken, was er denn hat. Er hat wirklich nur ein Einhandschwert. Er hat noch nicht mal einen Bogen, dein Ernst? Okay. Wenigstens eine Kleinigkeit für ihn kaufen, ne? Dass er sich wenigstens in seinen guten Skills bewähren kann. Einhand, Einhand. Du hast noch nicht mal einen guten Einhandwert. Mach weg das Ding. Zack. Langes Kriegsschwert. Oh, Alter, was? Nee, das ist ein bisschen sehr arg teuer. Er soll ja. Sind denn, hier sind die Zweihänder. Wartet mal. Habe ich abgebrochen, ja. Kann ich gerade schon wieder schmieden? Nee, sonst hätte ich immer schnell noch selbst einen geschmiedet. Handel. Tut mir leid, aber sowas muss Oma sein. Es war jetzt kein. Es war jetzt auch wieder Micromanagement, so rum, aber. Wenn sowas halt erst während der Aufnahme mir einfällt, dann tut es mir leid, dann bist du einfach mal durch. Eine Einhand. Einhand, Einhand. Diese Sortierung. Obwohl es schon nach Typ sortiert ist, ne? Hier sind Einhand und Zweihand durcheinander gewürfelt. Die große Franziska ist erstmal am Anfang, ist ja auch eine Einhand, stimmt. Die sind viel zu teuer hier. Einfache Spartaxt. Ich müsste gucken, was er bei Zweihand drin hat. Axt oder Schwert. Es tut mir leid, Leute, da müssen wir jetzt nochmal durch. Mach erstmal den hier, so. Man muss ja auch gucken, was man die so, was man denen so gibt. Zweihandwaffen, die du verwendest, haben 10% schnellere Handhabung. Schwunggeschwindigkeit mit Zweihandschwertern. Und hier wäre Äxte. Er braucht also ein Zweihandschwert. Da fängt er schon an. Ich könnte schmieden, aber ich habe keine Schmiedeausdauer. Vielleicht haben wir aber gerade das Glück, dass wir doch nochmal ein gutes Zweihandschwert für ihn hier irgendwo finden. Hier ist ein und Zweihand, aber 10.000. Oh. Hier auch? Das ist sogar eins meiner. Toll. Hätte ich die mal nicht verkauft. Leg das mal an, dann machen wir mal einen direkten Vergleich hier. So. Entschuldigung. Bin ich ja schon fast stolz drauf. Das eine ist meine selbst hergestellten Zweihandschwerter. Im Grunde bessere Werte haben als ein richtiges breites Falchion. Lediglich bei Schwungschaden ist natürlich das, was eigentlich wichtig ist, auch klar. Oder unter anderem wichtig ist. Ach nee, warte mal, das ist ein Einhand hier, sehe ich gerade. Entschuldigung. Oh Gott, 4000. Mann, wir brauchen noch einen Bogen für ihn und einen Pfeil. Du bist ja in der Infanterie, das heißt, du könntest... Reiterbogen, Reiterbogen, ich brauche keine Reiterbogen für ihn. Wenn du den Langbogen nimmst, der könnte sogar zwei Köcher tragen, wie mir einfällt, ne? Schauen wir mal. Oh, das wird mir echt zu teuer langsam, hier, liebe Leute. Ah! Ich meine, ich könnte ihm auch einfach so normale Pfeile geben, aber er hat schon so einen hohen Bogenschieß-Skill, da wäre das echt verschwendet. Komm, wir geben ihm erstmal zweimal westliche Pfeile. Dann hat er wenigstens dieselben Pfeile. Puh, da bin ich wieder fast pleite gefühlt. Dann hat er erstmal die. Dann gucken wir weiter. So, Ausrüstung und so kriegt er alles wieder nach den Schlachten. Und jetzt habe ich hier, boah, 24 Minuten schon wieder verballert eigentlich nur. Aber ich glaube, wir sind jetzt fertig. Ja. Gut, dann gehen wir jetzt hier raus und schauen wir mal, ob wir irgendwo noch Geld verdienen können. So, ich mach mal einen Abstecher nach Sibir. Vielleicht kriegen wir da noch unsere Waren gut verkauft. Dann haben wir das auch mal in Dons. Oh, wartet mal.
Ah, doch, genau richtig, schon mit 122. Glück gehabt. Habe ich gar nicht darauf geachtet, als ich ihn rekrutiert habe. Wieder ist ein Charakter verschwunden, wird mir unten links eingeblendet. Verwalter wird weiter geskillt bei mir. So, wenigstens mal Lucky Cookie machen hier. Kann und darf ich hier was gut verkaufen? Nö. Dammit. Holy dammit. Gut. Achso, was mitnehmen vielleicht noch? Moment. Leine nochmal für 32. Und Pelze. Pelze ist eigentlich auch immer gut. Wird das sogar schon eine Oma los? Dann nehmen wir mal 20 mit. Ja, auch nochmal 20. Die versuche ich dann jetzt irgendwo in Batanien zu verkaufen. Sonst kommen wir hier nie zurande. Muss da endlich mal meine Handelsskills hier nach oben treiben. Achso, ja, die Armee habe ich kapiert. Alles gut und schön. Auf direktem Wege erstmal nach Omor. Und von dort aus nach Epikrotea zum Beispiel. Oder nach Danglenis. Wohltrat der Sturge ist aus der Gefangenschaft entkommen. Ich würde diese Leiste gerne weiter nach oben setzen, wenn ich das könnte. Vielleicht gibt es da. Ist hier los? Ach, dass ihr wegkommt. Vielleicht gibt es ja dafür auch eine Mod. Das wäre cool, wenn ihr mir sagen könntet. 38 Plünderer lohnt sich ja schon wieder fast. Aber eben nur fast. So, hier wollten wir erstmal schnell die Pelze verkaufen. Ich hoffe, ich mache hier Gewinn. Oh ja, mache ich. Sehr schön. Ich mache jetzt hier mit Hartholz Gewinn. Hatte ich das Hartholz nicht hier gekauft? Nee, lasst das mal. Ich krieg den Fisch nicht mehr los, verdammt. Na gut, schlecht ist es nicht. Wir haben jetzt erstmal für sehr lange Zeit wieder Nahrung. Quatsch, wir sind doch voll. Taverne, Taverne, Taverne. Bitte gebe mir einen Schmied. Watson? Ach, nee. Ach, Mensch, ich habe doch noch was vergessen. Wo ist er denn? Da. Nee, Gruppen, so. Du bist unser neuer Speer. Lulia wird nämlich jetzt erstmal kein Speer mehr. Die nehmen wir trotzdem erstmal noch mit. Dann kann sie noch ein bisschen leveln, noch ein bisschen bessere Ausrüstung farmen. Obwohl, wir könnten sie erstmal. Ich tausche sie jetzt mit. Sie wird jetzt ganz nach unten gestellt und er bleibt trotzdem nach Noson drinne. Sodass die halt von der Ausrüstung her wenigstens schon mal gut aufgestellt sind, alle beide. Jetzt bin ich wieder falsch. Moment. Lulia, du kommst jetzt nach unten. Sie kann uns ja immer noch gut dienen. Als Speerin, aber halt dann künftig nicht mehr meiner Gruppe. Könnte man echt zur Hand haben. Ja. Und wir haben erstmal alle, die wir brauchen, außer den Schmied. Und selbst den Schmied könnte man in Omor zum Beispiel immer stehen lassen, weil ich brauche ihn ja nur da. Woanders brauche ich ihn gar nicht. Und das kann, glaube ich, auch dann hier vor Ort skillen. Also passiv. Bin ich mir jetzt nicht zu 100% sicher, aber ich glaube. Asta ist gerade beim Belagern. Wie viel Männer hat denn Asta? 844, verdammte Axt, ey, wegen so einer Festung. Oh, Nevians wird belagert, aber stört mich nicht. Erstens haben wir da einen Verbündeten in der Nähe, der Kalios belagern möchte, sehr gut. Und zweitens, die wurde ja eh nicht mir gegeben, die Festung. Was soll ich mich da jetzt so krumm machen? Ich bin ja eigentlich nur aus einem Grund hier, um mein eigenes Königreich zu gründen. Aber erzähl's nicht dem König. Kompanie des Goldenen hat sich uns angeschlossen. Okay, das heißt, wir müssen wieder Sold zahlen. Zahlung an Söldner, minus 6, ja. Das wird jetzt noch mehr. Denn gerade eben die Zahlung war ja kein voller Monat. Jawohl, 54. Für 38 haben wir es gekauft. Alles mit Gewinn. Fisch immer noch nicht mit Gewinn. Braucht ihr irgendjemand Fisch? Und ja, der ist frisch. Sieht alles nicht so rosig aus. Eisenerz, ja, okay, aber wie gesagt, das bringt mir jetzt nicht so viel. Doch zu wenig hiervon und davon. Wolle. Ist aber auch zu wenig. Nee, ist zu wenig. Zack. Und Handeln auf 53. Na, immerhin. Also, das geht relativ zügig, wenn man denn was vernünftig mitnehmen kann. Also, wir verlassen jetzt hier und gucken mal, was in Kaleos abgeht.
Da können wir jetzt erstmal hinreisen. Ja, die Festung wird auf jeden Fall genommen hier. Mal noch einen Abstecher an Kranirock, um zu gucken, was da so los ist. Was ich nur schade finde, sie ist eine so viel bessere Späherin, oder eher, aus den Abfällen, und ich bin trotzdem immer noch so arschlangsam gefühlt. 5,5 nur. Ja, ich sehe euch doch. Ja, kommt mal her. Ja, moin. Ja, mit 5,7 ist er natürlich schneller. Aber wenn ich Glück habe, rennt er mir gleich irgendwo in den Wald und ich erwische ihn da. Ja, selbst da ist er schneller. Aber ihr Sackgasse, mein Freund. Da kommst du nicht durch. Kommst du nicht raus. Ach, wieder sie! Ich mache mir nur Freunde. Mehr ist es nicht. Ich greife sie ja nur an, um sie danach zu befreien. Also freizulassen. Obwohl, jetzt können wir es probieren, ob sie sich anschließen möchte. Das machen wir noch. Geht nicht. Ich muss das mit Berikram besprechen. Okay, gut. Na dann, du weißt schon. Und hier und bla. Wie viel hast du denn? Ich sehe batanische Waldläufer. Ah nee, das sind nicht die, die ich meinte. Entschuldigung. Banditen und Freibeuter. Die wären schön, aber das ist jetzt alles nicht so. Ich glaube, da können wir einen Charge machen. Außer die Kavallerie. Ja, sage ich, die soll mir folgen. So. Ja. Machen wir mal Lucky Cookie, was wir da vorne erwischen. Ich sehe schon irgendwas da durch die, zwischen den Bäumen durchhuschen. Ja, da sind sie. Wenigstens noch eine kleine Schlacht am Ende. Ne? Dafür, dass das Turnier so komisch anfing. Das war doch in der Folge, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. So, da renne ich auch selber gleich mit der Axt rein, um die mal durchzuprobieren. Die ist nämlich jetzt, ja, ihr seht schon, da komme ich von der Reichweite her sogar über meinen Vordermann drüber hinaus, wenn er nicht im Weg steht. Und das war mir immer wichtig, dass ich auch mal aus der zweiten Reihe gut zuschlagen kann. Hallöchen! 71, nice! Noch nicht mal ein Kopftreffer gewesen. Ja, die macht doch schon deutlich mehr Schaden jetzt hier. Ey, kommt mal her hier, nicht abhauen! Hier geblieben! Hallo! Aber durch die schwere Rüstung, die ich jetzt trage. Moin! Oh Mann! Scheiß Timing gehabt. Durch die schwerere Rüstung, die ich jetzt trage, laufe ich jetzt natürlich auch gleichzeitig wieder langsamer, ne? Oh, jetzt reitet mir doch nicht immer den Weg. Achso, ja, ich weiß schon warum. Weil ich euch das gesagt habe, ich Depp. Also, dass sie mir folgen sollen, meine ich. Habe ich denen gesagt. So, Next Step für meine Ausrüstung wäre natürlich nochmal besseren Bogen, bessere Pfeile. Aber ich wage schon fast zu bezweifeln, dass ich mir die noch leisten kann. Da fällt mir gerade ein, ich habe nichts davon gesehen, dass ich mir selber welche herstellen kann. Das ist ein bisschen schade. Oh, so knapp! Come on! Ja, ist einfach zu ungenau, ne? Und mein Skill natürlich auch. So, null Verluste, wunderbar. Moral wieder ein kleines bisschen angehoben. Kannst wieder gehen. Neuer M-Plus 188, sehr schön. 16 Gefangene können wir mitnehmen. So, das heißt das natürlich auch für mich, dass ich jetzt alle Truppen mit Stufe... Nein! 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 Oh, rückgängig. Alle Truppen mit Stufe 5 und aufwärts, dass ich die jetzt natürlich doch wieder... gefangen nehme, um sie zu rekrutieren. Der Waldläufer, ja, der Waldläufer sollte Bogenschütze werden. Genau. So. Und wieder Getreide. Ich kaufe nie wieder Getreide, ganz ehrlich. Ich mache das nicht mehr. Nö, sehe ich nicht mehr ein. Schade, keine Pferde dabei gewesen. Zwei waren ja da. Hätte man ja nehmen können, ne, wenn sie nicht krepiert wären. Pass auf, das mache ich jetzt aus Screen. Ich rüste jetzt schon mal unseren neuen Speer aus, der aus den Abfällen kommt. Mache ich jetzt mal aufscreen und dann, wenn ihr wollt, wenn es euch gefallen hat, schaltet einfach morgen wieder rein. Ciao!